Wir sind bis zur 63. Frage, das letzte Mal gelangt. Heute machen wir 64. fortfolgende und beenden heute das Thema bi'idhnillah ta'ala über die Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jal. Heute bitte ich euch, euch etwas zu konzentrieren, weil die Fragen etwas, beziehungsweise auch die Antworten etwas detaillierter sind und schon etwas komplizierter sind als das, was wir zuvor behandelt haben. Na, 64. Verstand hat keine Möglichkeit, Eigenschaften unabhängig vom Text zu bestätigen. Für den Verstand besteht keine Möglichkeit, unabhängig vom Text Allahs Eigenschaften zu bestätigen. Jedoch besteht für ihn die Möglichkeit, die Eigenschaften in Anlehnung an den Texten zu bestätigen. So hat der Verstand bezüglich der überlieferten Eigenschaften, Khabariyya, überhaupt erst die Möglichkeit, sie in gewisser Weise zu bestätigen. Na, was hier an Regel jetzt bi'idhnillah ta'ala erlernt werden muss, ist, dass Ahlus Sunnah wal Jama'a bezüglich des Verstandes eine ganz gewisse Regel haben. Es steht hier, Verstand hat keine Möglichkeit, Eigenschaften unabhängig vom Text zu bestätigen. Das heißt, es gibt Leute, die stellen den Verstand in den Vordergrund und sagen, ich kann auch die Namen und Eigenschaften Allahs mit meinem Verstand verstehen. So. Was sagt Ahlus Sunnah wal Jama'ah dazu? Sagen sie, der Verstand wird gänzlich untergraben und kommt nicht zur Geltung? Nein, das sagt Ahlus Sunnah nicht. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, der Verstand ist nicht die Basis für die Namen und Eigenschaften Allahs, um sie zu verstehen. Der Verstand ist nicht die Basis, um die Namen und Eigenschaften Allahs zu verstehen. Sondern vielmehr folgt der Verstand was? Dem Beweis. Sagt man Subhanallah, Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen doch, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron, das ist sowohl mit Text bestätigt, das heißt aus Koran und Sunna, als auch der Verstand, der dieses bestätigt. Richtig. Aber wenn wir darüber reden, was die Grundlage für diese Angelegenheit ist, fangen wir an mit dem Text oder mit dem Verstand? Mit dem Text. Was hat der Verstand für eine Aufgabe? Er folgt dem Beweis. Wir sagen zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala existiert, das ist im Koran und in der Sunna und auch vom logischen Verstand. So. Aber der logische Verstand, er ist nicht ein unabhängiges Kriterium, so dass wir sagen, durch den Verstand haben wir den Beweis verstanden. Das ist Katastrophe. Sondern vielmehr folgt der Verstand dem Beweis. Mafhum, diese Angelegenheit. Es heißt hier, für den Verstand besteht keine Möglichkeit, unabhängig vom Text Allahs Eigenschaften zu bestätigen. Jedoch besteht für ihn die Möglichkeit, die Eigenschaften in Anlehnung an den Text zu bestätigen. Das heißt, der Verstand folgt dem Beweistext. So hat der Verstand bezüglich der überlieferten Eigenschaften Khabariyya überhaupt erst die Möglichkeit, sie in gewisser Weise zu bestätigen. Und hier sowieso, wenn es um Namen und Eigenschaften Allahs geht, wenn es um dieses Thema geht, wer sagt uns, dass der Verstand hier als ein unabhängiges Kriterium gelten kann? Wie kommt man auf die Namen und Eigenschaften Allahs? Außer dadurch, dass Allah sie uns übermittelt, subhanahu wa ta'ala. Ja, überlegt mal, wir sitzen doch nicht so und sagen, Name Allahs könnte das sein, eine Eigenschaft Allahs könnte das sein. A'udhu billah. Das ist nicht das. Es gibt andere Themen, da könnte man vielleicht durch die Fitra darauf kommen. Aber bei diesem Thema, wo es um Namen und Eigenschaften Allahs geht, kommt man überhaupt nicht drum herum, außer dass man die Beweistexte dafür hat. Und in diese Problematik sind die Asha'ira hereingefallen. Was haben sie gemacht? Die haben 7 Eigenschaften für Allah bestätigt. Von wie vielen? Von zig an mehr von Eigenschaften. Wer sagt mir, warum haben sie nur 7 Eigenschaften und nicht alle, die Ahlus Sunnah wal Jama'ah bestätigt haben? Warum haben sie 7 Eigenschaften bestätigt? Die anderen haben sie nicht in ihren Verstand gepasst.
Das heißt, sie haben als Grundlage was genommen? Den Verstand. Sie haben als Grundlage den Verstand genommen und sind dadurch in die Irre gegangen, weil sie gedacht haben, der Verstand ist ein unabhängiges Kriterium und er bestimmt, was Allahs Eigenschaften sind. Und sind damit was? In die Irre gegangen. Das heißt für uns, du musst verstehen, der Verstand wird nicht außer Acht gelassen. Das ist auch falsch. Aber bei Ahlus Sunna wal Jama'a ordnet sich der Verstand was unter dem Beweistext. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Jetzt auch logisch. Schaut mal, wenn ich euch jetzt zum Beispiel, ihr habt gar keine Ahnung über den Islam. Wenn ich euch sage, wir dürfen nicht etwas tun, außer was der Prophet ﷺ uns beigebracht hat. Wenn du diese Regel nicht kennst, was machst du dann? Nach deinem Verstand, das könnte schön sein, das könnte gut sein. Versteht ihr? Aber als wir die Regel kennengelernt haben, jetzt, wenn ein Mubtada kommt und dir sagt, warum kann ich das nicht machen, das ist eine gute Tat. Dein Verstand, weil er dem Beweistext folgt, sagt, du kannst das nicht machen. Warum? Weil es dafür keinen Beweis gibt. Habt ihr verstanden? Den Unterschied zwischen dem Beweistext an für sich, dass dieser die Grundlage ist, und wenn wir anfangen, den Verstand über den Beweistext zu stellen. Und das ist, was hier letztendlich gemeint ist. Das heißt, der Verstand hat keine unabhängige Stellung und ist nicht die Grundlage, um etwas zu bestätigen. Dieses ist bei Ahlus Sunnah wal Jama'a ein No-Go, oder wie sagt man? No-Go, richtig. Wir wollen auch ein bisschen Englisch beibringen, inshallah. Ein No-Go. Na, nächste. Nummer 65. Wesens- und Tateneigenschaften. Allahs Eigenschaften, die sich nicht von seinem Wesen lösen werden, werden Wesenseigenschaften, Al-Dhatiyah, genannt, wie beispielsweise Al-Hayat, das Leben, oder Al-Ilm, das Wissen. Wenn es Eigenschaften sind, die von Allah ausgeführt oder unterlassen werden, handelt es sich um seine Tateneigenschaften, Al-Fi'liyah, wie beispielsweise Al-Rahma, die Barmherzigkeit, Al-Rida, das Wohlgefallen. Na, hier geht es darum, dass bei Ahlus Sunnah wal Jama'a eine Regel existiert, dass wir sagen, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala reden, dann gibt es gewisse Dinge, die gehören zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu, man nennt sie hier Dhatiyya, ja, das bedeutet, sie gehören zum Wesen Allahs azza wa jal. Und man kann diese Dinge nicht von seinem Wesen lösen, wie zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Leben. Wir haben das letzte Mal erklärt. Das Leben von Allah azza wa jal ist ein anderes Leben als von uns. Wenn wir unser Leben mit seinem Leben vergleichen, unser Leben hatte einen Anfang und wird auch ein Ende haben. Allahs Leben hat weder noch ein Ende. Also, das Wort ist das Gleiche, selbe. Aber die Bedeutung ist eine ganz andere. So, wenn wir hier sagen würden, wir lösen Al-Hayat, das heißt das Leben von Allah subhanahu wa ta'ala, dann, wenn wir das Leben lösen, dann kommt danach der Tod. Und das würden wir dann letztendlich für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen. Oder wir lösen von Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ilm, das Wissen. Wenn wir das Ilm lösen, dann ist was nur übrig geblieben, der Jahl, die Unwissenheit. Insofern, es gibt Eigenschaften von Allah azza wa jal, die dürfen nicht gelöst werden von ihm, wie zum Beispiel das Leben und das Wissen und andere. Aber dann gibt es Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die werden Al-Fi'liyah genannt. Wie? Hier gibt es manchmal Situationen, wo Allah subhanahu wa ta'ala lacht. Manchmal tut er es, manchmal unterlässt er es. Manchmal ist Allah mit etwas zufrieden, manchmal unterlässt er diese Zufriedenheit subhanahu wa ta'ala. Manchmal wundert sich Allah subhanahu wa ta'ala auf seine majestätische Art und Weise über eine Sache und manchmal wundert er sich nicht. Manchmal ist Allah zornig über etwas und manchmal nicht. Das heißt, es gibt Eigenschaften, die werden von Allah subhanahu wa ta'ala nicht gelöst, weil in dem Moment, wo du sie löst, dann
kommt das andere zum Vorschein. Das Gegenteil, wie wenn Leben vorbei ist, dann ist der Tod bei ihnen sozusagen bestätigt. Walayadu billah. Aber andere Eigenschaften, Allah besitzt sie und manchmal macht er sie und manchmal unterlässt er sie. Wenn wir sagen, Allah lacht, heißt das, dass wir diese Eigenschaft für ihn dauerhaft bestätigen? Er lacht die gesamte Zeit? Nein. Oder wenn Allah zornig ist, heißt das, er ist die gesamte Zeit über zornig? Nein. Manchmal macht er von diesen Taten, al-fi'liyya, von diesen Taten, macht er etwas und unterlässt etwas. Das ist der Unterschied. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nummer 66. Verhältnis zwischen Allahs Namen, Eigenschaften und Taten. Allahs Eigenschaften sind umfassender als seine Namen und seine Taten sind umfassender als seine Eigenschaften. Seine Namen und Eigenschaften basieren darauf, dass er sie sich selbst in den Texten zuschrieb. Die Taten basieren darauf, dass er sie sich entweder selbst in den Texten zuschrieb oder von seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, so beschrieben wurde. Na. Und hierzu machen wir jetzt, inshallah, ein kurzes Diagramm, damit ihr versteht, was damit gemeint ist. Und bitte zeichnet das bei euch so ein, damit ihr dieses Schaubild, weil das werden wir wieder wegwischen, aber das soll in euren Heften bleiben, bi'idhnillah ta'ala. Wir haben im Innern des Kreises haben wir die Namen Allahs Azza wa Jal. In dem kleinsten Kreis. Das ist der kleinste Kreis diesbezüglich. Dann haben wir einen etwas umfangreicheren Kreis. Das sind die Eigenschaften. Die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal sind mehr als die Namen. Und dann haben wir Al-Khabariyya. Man kann das auch teilweise mit Taten auch übersetzen, beziehungsweise mit Nachrichten, was über Allah subhanahu wa ta'ala bekannt gegeben wird. So, was ist das Verhältnis davon? Allah subhanahu wa ta'ala sagt mir einen Namen von Allah azza wa jal. Al-Alim. Al-Alim. Sehr schön. Al-Alim ist der Allwissende. So, das ist der Name von Allah azza wa jal. Frage. Ist Allah auch allwissend? Ja. Ist nicht nur ein Name, sondern auch von ihm eine Eigenschaft. Also, vom Namen schließen wir auf die Eigenschaft. Vom Namen schließen wir auf die Eigenschaft. Einen anderen Namen? Okay, noch was? Al-Khaliq. Al-Khaliq ist der Erschaffer. Allah trägt nicht nur den Namen der Erschaffer, sondern er erschafft auch. Das heißt, es ist eine Eigenschaft. So, jetzt will ich eine Eigenschaft von euch hören, die aber kein Name von Allah azza wa jal ist. Allah lacht. Allah subhanahu wa ta'ala lacht. Ist das eine Eigenschaft? Ja. Ist eine Eigenschaft. Können wir von der Eigenschaft Rückschluss ziehen auf den Namen? Nein. Können wir sagen, Allah ist der Lachende als Name an für sich, Abu Bakr? Nein. Okay. Das heißt, wir können vom Namen auf was schließen? Auf die? Aber nicht umgekehrt. Also seht ihr hier in diesem Kreis, das ist nur eine Angelegenheit, die von dem zu dem zurückzuschließen ist. Von Namen können wir immer auf Eigenschaft schließen, aber nicht umgekehrt. Allah subhanahu wa ta'ala wird zornig, Eigenschaft. Ist ein Name von Allah azza wa jal der Zornige? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala wundert sich. Können wir oder finden wir einen Namen aus Koran oder Sunna, der sich wundert?
der sich wundernde Antwort nein. So, ebenfalls die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, daraus kann man Rückschlüsse ziehen auf seine Taten bzw. die Nachrichten, die uns bekannt gegeben worden sind über Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khabariyya heißt das hier. Diese sind ebenfalls von dem einen auf dem anderen zu schließen. Das bedeutet, wir schließen von Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, zum Beispiel der Lachende, der Zornige und so weiter und so fort. Das sind Khabariyya, das heißt, darüber wurde uns etwas berichtet. Und diese Angelegenheiten sind die weitesten Angelegenheiten. Sie sind mehr als die Eigenschaften und die Namen an für sich. Also, wir können von dem einen auf den anderen schließen, aber nicht umgekehrt. Das ist eine wichtige Regel. Warum? Weil Leute könnten auf den Gedanken kommen, dass sie sagen, wenn ihr anfängt mit den Namen Allahs Azza wa Jal so umzugehen, dann ist für euch auch vielleicht möglich, dass ihr Allah andere Namen gibt. Dann sagen wir, nein, nein, wir machen einen Unterschied zwischen den Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal. Name bedeutet auch gleichzeitig Eigenschaft. Aber Eigenschaft bedeutet nicht gleichzeitig Name. Und wir haben gesagt, es gibt unter den Eigenschaften viel mehr als die Namen, aber die Eigenschaften müssen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht immer ausgeführt werden. Wir haben das in der Regel zuvor gelernt. Die Al-Fi'liyya, manchmal macht Allah Azza wa Jal das und manchmal unterlässt er es. Wallahu a'lam. Na. Nummer 68, Eigenschaft. Nummer 67, gleichbedeutend hinsichtlich Wesen, verschieden bedeutend hinsichtlich Eigenschaften. Allahs Namen sind gleichbedeutend im Hinblick darauf, dass sie auf ein einziges Wesen hinweisen und sie sind verschieden bedeutend im Hinblick darauf, dass sie auf unterschiedliche Eigenschaften hinweisen, sowie die Namen Yawm al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung, As-Sayf, das Schwert oder An-Nabi, der Prophet. Na, hier wird nichts anderes gesagt, als dass die Namen von Allah, wenn sie auch verschieden sind, sie deuten alle auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sagen Al-Alim, das ist Allah, wir reden über Allah. Wenn wir sagen Al-Basir, das ist Allah, wir reden über Allah. Wenn wir sagen Al-Qahir, das ist Allah, wir reden über Allah. Diese Namen alle deuten auf Allah subhanahu wa ta'ala hin, aber die einzelnen Namen haben auch ihre Bedeutungen. Die einzelnen Namen haben was? Ihre Bedeutung. Zum Beispiel, um das besser darzustellen, nennt mir einige Namen von Yawmul Qiyamah. Wir haben sehr viele im Koran. Na. Al-Ghashiyah. Na. Yawmul Ba'th. Yawmul Hashr. Yawmul Hashr. Yawmul Hisab. Yawmul Hisab. Yawmul Din. Yawmul Din. Al-Waqi'a. Was sind diese ganzen Namen? Über was berichten sie? Über den Tag. Über den letzten Tag. Aber schaut mal, jetzt Al-Hashr ist etwas, richtig, die Versammlung. Und Al-Qari'a, die Pochende, ist etwas. Und Yawmul Hisab, der Tag der Abrechnung. Das sind alles Namen für Yawmul Qiyamah. Aber jeder einzelne Name hat was? Seine Eigenschaft, seine Bedeutung. Aber sie alle deuten auf Yawm al-Qiyamah hin. Auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verschiedene Namen. Zu seinen Namen gehören zum Beispiel Abul-Qasim. Richtig. Ahmed. Ahmed, sehr gut. Mustafa. Nein, Mustafa ist kein Name. Mustafa ist eine Sifa, eine Eigenschaft vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Mustafa ist ja der Auserwählte, seine Eigenschaft. Al-Mahi. Al-Mahi, sehr gut. Der sozusagen, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk auslöscht, sozusagen. Name oder Eigenschaft? Name, Name. Also, nein. Bitte? Eigenschaft. Wir reden über Namen jetzt, nicht über Eigenschaften. Unterscheidet zwischen Namen. Sadiq Masduq ist eine Eigenschaft und so weiter und so fort. Das sind alles Eigenschaften. Wir reden über Namen. Der Prophet, wie es in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari heißt,
hat seinen Namen genannt. Jetzt, egal ob wir sagen Ahmed, Muhammad, Al-Mahi und so weiter und so fort, sie alle meinen wen? Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber jede Bedeutung von diesem Namen ist verschieden. Ist verschieden. Mafhum? Jede Bedeutung von diesem Namen ist verschieden. Deswegen heißt es hier gleichbedeutend hinsichtlich Wesen, verschieden bedeutend hinsichtlich Eigenschaften. Na. Nummer 68. Eigenschaften, die wortwörtlich bzw. nicht wortwörtlich zu verstehen sind. Die wortwörtliche Bedeutung al-Zahir bezüglich der Eigenschaften ist in den Texten intendiert oder und beabsichtigt, wenn es sich um eine Aussage handelt, welche Ahl-Sunnah wortwörtlich verstehen. Eine wortwörtliche Bedeutung ist dagegen nicht beabsichtigt, wenn es sich um eine Aussage handelt, welche Ahl-Bid'ah wortwörtlich verstehen. Na, hier geht es darum, wenn wir einen Text haben, zum Beispiel Bal yadahu mabsutatan. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, seine beiden Hände sind weit ausgestreckt. Was verstehen Ahlus Sunnah unter dieser Ayah? Was bestätigen sie in dieser Ayah? Dass Allah zwei Hände hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände hat. Was sagen Ahlul Bid'ah? Damit sind seine zwei Mächte gemeint. Damit ist seine Qudra, seine Fähigkeit, seine Macht gemeint. Wir haben hier in dem Text die wörtliche Bedeutung al-Zahir, was wir auch in diesem Textbeweis haben, bezüglich der Eigenschaften, ist in den Texten so beabsichtigt, wenn es sich um eine Aussage handelt, welche Ahlus Sunnah wortwörtlich verstehen. Ahlus Sunnah haben diese Sache niemals anders verstanden als Ahlul Bid'ah. Wir reden hier über die wörtliche Bedeutung. Und wir kommen danach in einer Extrafrage dazu, bi'idhnillah ta'ala, dass Ahlus Sunnah sich ganz klar abgrenzt von Ahlul Bid'ah bezüglich dem Verständnis von Namen und Eigenschaften. Weil, ihr solltet verstehen, das ist immer das Hauptproblem gewesen, weil die Leute den Verstand vor dem Beweistext gesetzt haben, wir haben das Thema gerade erklärt, so haben sie für Allah selbst bestimmt, was Allah hat und was Allah nicht hat. Das heißt, die Ahlul Bid'ah wollten für Allah bestimmen, was für Allah zulässig ist an Eigenschaften und was nicht. Und das ist natürlich ein Verbrechen. Aber sind sie sich des Ausmaßes bewusst? Wallahi, wer sich über dieses Ausmaß bewusst ist, dass er für Allah bestimmt, was Allah haben darf und was Allah nicht haben darf, man kann nur sehr schwer Wörter für so eine Person finden. Insofern, al-Zahir ist bei uns das Bekannte. Wenn wir hören, Allah hat dieses und jenes und er sagt uns das oder sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, dann ist das für uns auch so zu akzeptieren, wenn wir nicht einen anderen Beweistext haben. Na, wir kommen aber zu dieser Sache noch ausführlich, inshallah. Nummer 9. Aussagen bezüglich Eigenschaften werden aus Aussagen bezüglich Wesen abgeleitet. Die Aussagen bezüglich Allahs Eigenschaften sind aus den Aussagen bezüglich Allahs Wesen abgeleitet. Dementsprechend bestätigen wir jedes Wort, das sein Wesen betrifft, auch für seine Eigenschaften. Wer zwischen diesen beiden unterscheidet, unterscheidet zwischen zwei Dingen, die gleich sind. Na, das haben wir schon erklärt, als wir über diesen Kreis gesprochen haben. Das heißt, jeder Name Allahs Azzawajal ist auch eine Eigenschaft von ihm. Jeder Name Allahs Azzawajal ist gleichzeitig eine Eigenschaft von ihm. Nummer 70. Aussagen bezüglich einer Eigenschaft gelten für alle Eigenschaften. Die Aussagen bezüglich einiger Eigenschaften Allahs gelten genauso für die anderen Eigenschaften. Was wir in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft sagen, gilt für alle Eigenschaften. Die Thematik ist dieselbe, also sind auch die Aussagen dieselbe. Na, natürlich der Sheikh hier, ich habe euch gesagt, er hat diese 130 Regeln abgeleitet aus verschiedenen Aqida-Werke, die er zusammengefasst hat. Und diese Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, die sind aus dem Aqida-Werk von Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, und zwar Aqida Tadmuriyya
Vielleicht habt ihr von diesem Buch gehört. Da hat Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sehr detailliert, sehr ausführlich über die Namen und Eigenschaften gesprochen. Hier der Punkt, Aussagen bezüglich einer Eigenschaft gelten für alle Eigenschaften. Und das ist klar. Kommen wir zu den Asha'ira zurück. Was haben wir gesagt, wie viele Eigenschaften bestätigen sie? Sieben. Warum sieben und nicht mehr, Idris? Weil die anderen nicht in ihren Verstand gepasst haben. Also die waren nicht mit dem Verstand vereinbar. Okay. Wenn wir jetzt mit einem Asha'ri reden, wir sagen ihm, Alhamdulillah, du hast jetzt zum Beispiel bestätigt, Allah hört. Allah sieht. Das bestätigt er. Unter anderem. Aber er bestätigt nicht, dass Allah spricht. Dann fragen wir ihn, warum bestätigst du das eine und das andere nicht? Was ist die Regel hier? Was wir in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft sagen, gilt für alle Eigenschaften. Gilt für alle Eigenschaften. Die Thematik ist dieselbe, also sind auch die Aussagen dieselben. Warum macht er einen Unterschied zwischen dem und dem? Der Asha'ri sagt dir, bestimmte Sachen sind logisch, andere nicht. Dann sagen wir ihnen, okay, wenn wir die Logik jetzt als Maßstab nehmen, dann nehmen wir die Logik von einem Mu'tazili. Wird er damit einverstanden sein, der Asha'ri? Aha. Warum sollen wir deine Logik nehmen? Hier ist Muhammad, hier ist Mahmud, hier ist Abbas, hier ist Mert. Nehmen wir die Logik von Mert. Der ist damit nicht einverstanden. Es muss seine Logik sein. Schaut mal, subhanallah, nicht nur, dass er in der Irre ist, er setzt seinen Verstand auch noch als Maßstab. Da habe ich jetzt eine Frage. Wenn wir bezüglich Namen und Eigenschaften Allahs Azzawajal unterschiedliche Ansichten haben, zu was kehren wir zurück, wenn wir sagen, der Verstand ist die Grundlage? Zu was kehren wir zurück? Zu meinem Verstand, zu deinem Verstand, zu seinem Verstand? Werden wir hier eine Übereinkunft finden? Sondern wir können nur zurückkehren, wenn wir was haben? Festgegründete? Hä? Festgegründete Regeln, zu denen wir zurückkehren. Dann können wir uns auch einigen. Aber dass jemand Spielchen spielt, russisch Roulette sagt man, das nehme ich und das nehme ich nicht, a'udhu billah, auf welche Grundlage machst du das denn? Steht zum Beispiel, ein Asha'ri sagt dir, Allah subhanahu wa ta'ala redet nicht so, wie wir das verstehen. Allahs Worte sind nicht so, wie wir das verstehen. Obwohl Allah sagt, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr spricht, bittet mich. Hat Allah subhanahu wa ta'ala mit Musa gesprochen, ja oder nein? Ja. Hat Musa ihn geantwortet? Ja. Wie kann Musa ihn antworten, wenn das Wort von Allah, wie die Asha'ira sagen, ein Kalam Nafsi ist, das heißt, das ist im Innern. Wie konnte Musa alayhi salatu wasalam ihn antworten? Hat Allah mit Ibrahim gesprochen? Ja oder nein? Ja. Hat Ibrahim ihn geantwortet? Wie hat er ihn verstanden? Und daher ist das Problem von diesen Leuten, und das ist immer das Hauptproblem, dass sie ihren Verstand als Grundlage für etwas gemacht haben, wodurch sie dann in die Irre gegangen sind. Wenn wir sagen, wir bestätigen eine Eigenschaft, dann bestätigen wir alle Eigenschaften. Schau mal jetzt, wenn du zu einem Asha'ri sagst, Allah spricht. Wir kommen gleich dazu. Und wahrlich Allah spricht, dann sagt er dir, nein, Allah spricht nicht. Dann sagst du, Allah hört. Er sagt dir ja, Allah hört. Dann sagst du ihm, warum machst du einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Weil, wenn du sagst zum Beispiel, Allah hat Hände, dann bist du für den Asha'ri was? Er nennt dich dann, hä? Wie nennt er dich? Mujassim. Das heißt, du schreibst Allah Körperteile zu. Wenn wir ihn sagen, bestätigst du, Allah ist der Allhörende? Er sagt ja. Dann sagen wir ihm, du bist auch ein Mujassim. Du bist auch ein Mujassim. Ja, nee. Subhanallah, wie kann man einen Unterschied zwischen dem und dem machen? Die haben den Unterschied gemacht, was haben wir gesagt, wegen ihrem Verstand. Eine üble Sache, die leider unter den Leuten sich im Laufe der Zeit
so eingeschlichen hat. Und nicht nur das. Wallahi, ihr werdet heute Leute finden, die, a'udhu billah, niemals den Weg von den Salaf haben, die diese Ideologie der Asha'ira, Ilmul Kalam, ja, diese Philosophie, sie haben das als Denkschule sozusagen etabliert, als eine gültige Denkschule für den Islam. Überlegt mal dieses Verbrechen. Ja. Eine Bid'ah ist was geworden? Eine Legitimation im Islam. Geht mal in die Unis, hier in Deutschland. In erster Linie, was unterrichtet wird, was denkt ihr? Die Lehre von wem? Von den Asha'ira. Die Lehre von den Asha'ira. Und so haben wir diese Katastrophen bekommen. Na. Nummer 71, zwei Formen von Zuschreibungen. Wenn das, was Allah sich selbst zuschreibt, eine unabhängige und eigenständige Sache ist, dann handelt es sich bei dieser Form der Zuschreibung um eine Ehrung und Auszeichnung, wie zu den Beispielen Saifullah, Schwert Allahs oder Baytullah, Haus Allahs. Wenn es jedoch eine Sache ist, die nicht unabhängig und eigenständig besteht, wie bei dem Beispiel Yadullah, Hand Allahs, dann handelt es sich bei dieser Form der Zuschreibung tatsächlich um eine Eigenschaft, die ihrem Besitzer zugeschrieben wird. Na, auch eine sehr wichtige Sache. Im Übrigen, diese ganzen Regeln sind entstanden durch die Ahlul Bid'ah. Sonst würden wir darüber gar nicht reden, ja? Weil Ahlul Bid'ah bestimmte Eigenschaften hatten. Schaut mal, was sie gemacht haben. Zum Beispiel haben sie gesagt, im Koran, in Surat Al-Qamar, gibt es ein Tier, über das Allah Azza wa Jal redet und sich dieses Tier zuschreibt. Wer weiß, welches Tier ist das? In Surat Al-Qamar. Naqatullah. Das heißt, die Kamelstute. Allah schreibt sich diese Kamelstute zu. Schaut mal, was die Leute der Bid'ah dann, womit sie Ahlus Sunnah herausfordern wollten. Die sagten, im Koran steht, dass Allah sich was zuschreibt? Diese Kamelstute. Wollt ihr, Ahlus Sunnah, etwa sagen, Allah gebührt, dass er sich eine Kamelstute zuschreibt? Und dann haben sie weitergeredet, die Ahlul Bid'ah, und sagten, na seht ihr, genau so ist das mit der Hand. Und genau so ist das auch mit dem und dem. Das heißt nicht, weil Allah sich das zuschreibt, dass das auch zu ihm gehört. Habt ihr verstanden, was ihr Denkansatz gewesen ist? Ahlus Sunnah haben ganz einfach geantwortet. Guckt mal, ich gebe euch ein Beispiel. Ich sage euch, hadihi aini. Was heißt hadihi aini? Dieses ist mein Auge. Wahada qalami. Und dieses? Abu Bakr, du lernst bestimmt Arabisch. Dieses ist mein Stift. So. Jan, was ist der Unterschied jetzt zwischen Auge und Stift? Das eine ist eine Eigenschaft von dir. Gehört zu dir, zu deinem Wesen oder zu deinem Körper halt. Das andere ist dein Besitz. Ahsanallah ilik. Das ist die Antwort. Deswegen, wenn Allah sagt zum Beispiel, Yadullahi, die Hand Allahs, dann sagen wir, diese Hand gehört zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn Allah jetzt zum Beispiel sagt, Baytullah, Abu Bakr, was will Allah uns damit ausdrücken, dass er sagt, Baytullah, das Haus Allahs, was will Allah uns damit ausdrücken? Ja, aber es ist eine Sache, die er ehrt, subhanahu wa ta'ala, die bei Allah azza wa jal geehrt ist. Und dieses schreibt sich Allah auch zu, aber das ist in seinem Besitz, subhanahu wa ta'ala. Aber wir reden nicht über dasselbe wie die Hand Allahs, das Gesicht Allahs. Mafhum? Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nannte wen Saifullah. Wer wurde Saifullah genannt? Khalid ibn al-Walid radiallahu anh. Ja, diese Namen im Übrigen, Saifullah, Shamsuddin und so weiter und so fort, die Gelehrten mögen diese Namen nicht, weil sie mehr oder weniger was sind? Ein Lob. Sagt man, Khalid ibn al-Walid hieß so, bist du Khalid ibn al-Walid? Dann bitteschön, dann kannst du zweimal so heißen, aber weder bist du etwas von Khalid noch von ibn al-Walid.
Die Gelehrten mögen diesen Namen nicht. Auf jeden Fall, das Haus Allahs oder das Schwert Allahs. Dieses dafür, dass das Allah zugeschrieben wird, nochmal, weil das was sind? Geehrte Dinge. Allah schreibt sie sich zu, weil sie geehrte Dinge sind. Ja, bis im letzten Satz heißt, Yadullah, dann handelt es sich bei dieser Form der Zuschreibung tatsächlich um eine Eigenschaft, die ihrem Besitzer zugeschrieben wird. Okay, richtig. Und daher unterscheiden wir zwischen dem und dem. Und damit haben wir auch die Leute der Bid'ah widerlegt, weil sie so argumentiert haben, dass sie gesagt haben, ja, die Stute Allahs wollt ihr, wenn ihr das selber nicht Allah in der Form zuschreibt, dann gilt das auch für die anderen Eigenschaften Allahs. Da haben Ahl-Sunnah gesagt, nein, nein, wir unterscheiden zwischen dem und dem. Na, beides wird Allah zugeschrieben, nur das eine ist eine Sache, die gehört zu Allah. Und das andere, Allah hat sie sich zugeschrieben. Warum? Was haben wir gesagt, Maybe? Als Besitz. Ja, aber als? Als eine Ehrung. Baitullah ist geehrt? Ja. Natürlich. Ist geehrt. Wallahu a'lam. Nein. Nummer 72. Allgemeine Aussagen weder gänzlich bestätigen noch gänzlich verneinen. Allgemeine Aussagen, die sowohl wahr als auch falsch sein können, werden weder gänzlich verneint noch gänzlich bestätigt. Vielmehr müssen die differenziert betrachtet werden. Das Wahre an ihnen wird bestätigt und das Falsche zurückgewiesen. Na, sehr schön. Das ist auch eine wichtige Regel. Bedeutet, es gibt Ahlul Bid'ah, die kommen mit Wörtern, wo sie uns sozusagen in die Falle locken wollen. Und das, was sie sagen, könnte richtig verstanden werden, könnte aber auch falsch verstanden werden. Was ist der Lieblingssatz der Ahbash? Abu Bakr, die sind ganz nah bei euch. Allah existiert. Wie existiert Allah ohne Ort und Zeit? Nehmen wir mal diese Ibara, diese Aussage. Allah existiert ohne Ort und Zeit. Meinen die Ahbash das, was richtig sein könnte? Antwort: Nein. Was wollen sie sagen? Jetzt. Wenn wir über Allah sprechen, wo ist Allah, Abu Bakr? In seiner Schöpfung oder außerhalb seiner Geschöpfung? Gibt es irgendwas von der Schöpfung, was Allah umfasst? Nein. Das heißt auch keine Zeit und kein Ort. Von der Hinsicht hätten sie recht, ja oder nein? Dass Allah nicht von Ort und Zeit? Hätten sie recht. Aber meinen die Ahmash das? Nein. Was meinen sie damit? Allah ist nicht über dem Thron. Das ist das, was sie meinen. Schaut mal. Wenn sie meinen würden, deswegen unsere Gelehrten haben denen geantwortet, wenn ihr das meint, wir müssen erstmal wissen, was meint ihr? Allah wird von nichts umfasst, ist klar. Und wenn wir sagen, Allah ist über seinem Thron, dieses Über bedeutet, da gibt es keine Schöpfung. Ist klar. A'udhu billah, da gibt es keine Schöpfung. Weil Allah ist außerhalb seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Aber die wollten dir sagen, wenn Allah ohne Zeit und Ort sozusagen, dann können wir auch nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Es geht ihnen darum, dass sie nicht bestätigen, wie die Jahmiyyah, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist. Also, das, was sie sagen, ist auch das, was sie meinen. Das sind Spielchen, die sie spielen. Wir sagen, Allah wird von nichts umfasst. Richtig. Aber, ihr Ahbash, trotzdem ist Allah über seinen Thron. Jiha, was bedeutet Jiha im Arabischen? Richtung. Das Wort Jiha, wir können darüber reden. Und
wir können, das ist nicht ein Wort, was wir gänzlich bestätigen und gänzlich verneinen. Schaut mal, es geht um diese Thematik. Gänzlich bestätigen, gänzlich verneinen. Die Ahbash und andere Sekten, sie sagen dir sowieso nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist. Deswegen sagen sie, du darfst nicht fragen, wo Allah ist. In welcher Richtung Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn sie sagen, du darfst nicht fragen, wo Allah ist, dann muss nach ihrer Ansicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen gewaltigen Fehler gemacht haben. Weil in der Überlieferung bei Imam Muslim sagte er zu der Sklavin, ein Allah. Wo ist Allah? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das selber gefragt? Ja. Aber auf einmal sind die Ahbash Hadith-Gelehrte geworden, die haben gesagt, der Hadith ist da'if. Wallahi, dein Kopf und dein Verstand ist da'if, aber nicht der Hadith. Sie sind auf einmal Hadith-Gelehrte geworden. Als die Sklavin gesagt hat, Fis-Sama. Richtung, ja oder nein? Hm? Allah und Fis-Sama, haben wir schon bereits erklärt, bedeutet im Himmel oder über dem Himmel? Über dem Himmel. Und alles Sachen, die wir schon erklärt haben, ihr könnt euch erinnern. Die Sache habe ich gar nicht im Test gefragt, fällt mir gerade ein. Ne? Khair, inshallah, wir schreiben ja noch einige. Fis-Sama bedeutet über dem Himmel. Warum hat der Prophet sallam sie hier nicht gestoppt und ihr gesagt, deine Antwort war gänzlich falsch? War das seine Aufgabe, dass wenn jemand etwas Falsches sagt, dass er das vor Ort korrigieren musste? Darüber gibt es keinen Meinungsunterschied. So, also, was meinen wir mit Richtung und was meinen die mit Richtung? Wenn wir sagen, darf man fragen, wo Allah ist, darf man so eine Frage stellen? Ja oder nein? Wer hat sie selber gefragt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Insofern ist das hier unproblematisch. Insofern was? Ist das unproblematisch. Hört ihr was? Ja. Hört ihr deutlich? Ja. Nummer 73. Bestimmte Eigenschaften werden nur in ihrer vollkommenen Form bestätigt. Eigenschaften, die einerseits vollkommen, Kamal, und andererseits unvollkommen, Naqs, sein können, werden nur in ihrer absolut vollkommenen Form für Allah bestätigt, während sie in ihrer unvollkommenen Form verneint werden, wie bei den Beispielen Al-Makr, Listplanen, und Al-Kayd, Rankschmied, und Al-Sukhriya, Auslachen, und Al-Istihza, Spotten, etc. Na, es gibt Leute, die fragen dich, im Koran steht, Allah macht sich über sie lustig, das passt doch gar nicht zu Allah. Oder Allah führt sie in die Irre. Das passt doch gar nicht zu Allah. Oder Allah subhanahu wa ta'ala, er schmiedet Pläne. Er schmiedet Ränke. Das passt doch nicht zu Allah. Dann sagen wir, das ist die Regel hier, das, was Allah über diese Angelegenheiten sagt, die ich gerade genannt habe, diese Angelegenheiten macht Allah als Vergeltung für die Leute, die das verdienen. Allah fängt nicht damit an. Allah lacht nicht eine Person aus. Allah schmiedet keine Ränke. Allah schmiedet keine Pläne. Einfach so. Das ist nur das Resultat von den Taten dieser Leute. Mafhum? Zum Beispiel, als Allah über die Heuchler gesprochen hat, Allahu yastahzi'u bihim. Allah macht sich über sie lustig. Als Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Sie schmieden Pläne und ich schmiede Pläne. Das heißt, ist Allah derjenige, der anfängt mit diesen Angelegenheiten, Idris? Nein. Das ist nur ein Resultat aufgrund der Taten der irregehenden Leute. Weil, wenn wir sagen würden, Allah fängt damit an, dann könnte das als Naqs verstanden werden, das heißt als unvollkommen. Aber dadurch, dass Allah das macht als Erwiderung auf die Taten der Leute, so ist das eine vollkommene Sache. Mafhum? Na. Nummer 74. Allahs Rede bezieht sich grundsätzlich auf die Wirklichkeit. Die Grundlage bezüglich Allahs Rede ist, dass sie sich auf die Wirklichkeit
ala haqiqatihi und die unmittelbar einleuchtende Bedeutung wa-dhahirihi bezieht. Sie wird nicht zu einer übertragenen Bedeutung majaz oder zu etwas anderem als die unmittelbar einleuchtende Bedeutung uminterpretiert, außer mit einem Beweis. Eine Bedeutungsübertragung von der Wirklichkeit und der unmittelbar einleuchtenden Bedeutung weg, ohne dass es dafür irgendeinen Hinweis gibt, stellt eine Verdrehung der Rede, Tahrif, dar. Ja, und das andere auch noch mit? Nummer 75, drei Antworten an diejenigen, die Allahs Rede verdrehen. Auf all das, was Ahlul Bid'ah an der Rede Allahs verdrehen, wird mit den folgenden drei Erwiderungen geantwortet, und zwar, dass es der arabischen Sprache widerspricht, dem Weg der Salaf widerspricht und dass es dafür keinen Beweis gibt. Das sind drei Antworten, die niemals unstimmig sein dürfen. Nein, das ist die vernichtende Antwort auf die Ahlul Bid'ah. Und zwar hier, Allah subhanahu wa ta'alas Rede ist Wirklichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala redet in der Tat. Natürlich die Leute der Bid'ah, wie zum Beispiel Asha'ira und andere, haben das verneint, dass Allah subhanahu wa ta'ala redet. Nein. Und dieses haben sie natürlich so verdreht, bis sie zum Schluss etwas anderes damit aussagen wollten. Und dieses macht Ahlus Sunnah nicht, nur weil es nicht ihnen in den Kram passt, mit ihrem Verstand übereinstimmt, so sagen sie das ja, das nein, das macht Ahlus Sunnah nicht, sondern die bestätigen den Beweistext. Und insofern sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat tatsächlich geredet. Und ich habe euch einige Beispiele genannt. Wenn Allahs Reden nicht das Reden wäre, wie konnten die Leute ihm antworten, als er mit ihnen geredet hat, subhanahu wa ta'ala? Und dann kamen diese drei Antworten an diejenigen, die Allahs Rede verdrehen. Dann sagen wir ihnen erstmal, die arabische Sprache ist nicht das, was ihr wiedergibt. Wenn Allah sagt, er spricht, wa qala rabbukum ud'uni, dann heißt es, er spricht. Die Araber verstehen das nicht anders. Nummer eins. Nummer zwei, die Salaf haben uns nichts anderes erklärt. Und Nummer drei, wenn ihr einen Beweis habt, dass das nicht damit gemeint ist, okay, wir sind dabei, aber gebt uns den Beweis. Und sie haben keinen Beweis. Insofern, das sind die drei vernichtenden Aussagen. Die Sprache und Verständnis der Salaf und dass es einen Beweis gibt. Damit machst du jeden von Ahlul Bid'ah mundtot. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ist gleich, inshallah. Wir hören das. Nummer 76. Falsche Notwendigkeiten resultieren daraus, dass Allahs Eigenschaften verglichen werden. Alles, was der Verstand bezüglich Allahs Eigenschaften als eine falsche Notwendigkeit vorschreibt, resultiert daraus, dass Allahs Eigenschaften mit den Eigenschaften der Geschöpfe verglichen werden. Wäre der Verstand rein von diesen krankhaften Vergleichen, so würden sich für ihn keine falschen Notwendigkeiten ergeben. Darüber reden wir die ganze Zeit. Darüber reden wir die ganze Zeit. Diese Leute von Ahlul Bid'ah, wenn sie die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal außer Kraft setzen, beziehungsweise sagen, Allah hat nicht diese Eigenschaften, dann haben sie eigentlich nur ein Ziel. Was wollen sie mit Allah machen? Sie wollen ihn eigentlich schützen. Aber was haben sie gemacht? Sie sind damit wo reingefallen? In den Kuffer reingefallen. So, weil sie dieses falsch verstanden haben und immer gleichsetzen, ja, wenn Allah dann wie der Mensch, wenn Allah dann wie seine Schöpfung, wenn Allah dann, und durch dieses krankhafte Vergleichen sind sie in die Irre gegangen. Na, und dadurch haben sie sich letztendlich auch alles verbaut und haben auch nicht geschafft, die Regel von Ahlus Sunnah wal Jama'ah zu verstehen. Und die letzte Frage. Nummer 77. Allah weiß über sich am besten Bescheid, sein Gesandter kennt ihn am besten. Allah weiß über sich am besten Bescheid und ist in der Rede wahrhaftiger und besser als seine Schöpfung. Sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, kennt ihn unter seinen Geschöpfen am besten. Deshalb ist es nicht erlaubt, sich den Aussagen Allahs und seines Gesandten bezüglich der Texte über die Verborgenheit zu widersetzen. Zitiert, das ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ in Surat al-Baqarah, seid ihr wissender als Allah? Ja, wisst ihr es besser? Was haben wir gesagt? Bis sie zum Schluss selber für Allah bestimmen wollten, welche Eigenschaften er hat und welche nicht. Subhanallah, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns doch die Religion erklärt. Wenn er uns nichts anderes erklärt hat, dann warum bleibt ihr nicht bei den Beweistexten? Die Antwort war, weil das nicht mit ihrem Verstand übereingestimmt haben, so wie wir das in der Vorfrage erklärt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf der richtigen Aqida befestigen und uns nicht abirren lassen. Subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.